Audi Q4 e-tron, die vierte. Nach der Fahrveranstaltung in Lübeck, dem Alltagstest zum Q4 Sportback und dem Reichweitentest auf der Langstrecke zum Audi Q4 40 e-tron Sportback, ist er jetzt hier in einer nahezu Vollausstattung. Nur 3.000 Euro fehlen, sodass er die volle Hütte hätte, und schon jetzt kratzt er aber an den 80.000 Euro, wie er hier steht. Und deswegen schauen wir ihn euch heute noch einmal gemeinsam an, aber wir vergleichen ihn vor allem mit dem VW ID.4 und dem Skoda Enyaq, denn alle Fahrzeuge konnten wir euch hier auf dem Kanal sowohl in einem Alltags- als auch in einem Langstreckentest zeigen. Und dementsprechend wird es heute hier zwar ein Alltagstest, aber vor allem mit dem Fokus auf den Vergleich. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Alltagstest des Audi Q4 50 e-tron Quattro. Ellenlanger Lahme und genauso lang ist auch die Ausstattungsliste, denn bis auf das Panoramadach, ein, zwei Features im Innenraum, der 360-Grad-Kamera und natürlich den Sommerfelgen, die wir jetzt hier nicht drauf haben können, hat dieses Fahrzeug alles. Begonnen mit den digitalen Lampen vorn, wo ihr aus vier verschiedenen Lichtsignaturen wählen könnt. Das Ganze soll dazu dienen, das Fahrzeug noch mehr zu personalisieren, und hierbei könnt ihr euch dann aus den aktuell sichtbaren Mustern eins wählen, das Ganze im Stand auswählen, bestätigen, um so euer Fahrzeug zu individualisieren. Das Ganze geht in den Einstellungen über die Lichtsignatur und hier habt ihr dann eben die Möglichkeiten, die kleinen Icons zu wählen und es außen entsprechend anzupassen. Ich finde das ganz nett, das ist so eine kleine Spielerei, die das Fahrzeug aber einfach noch einen Ticken persönlicher macht, und die Scheinwerfer an sich sind sehr, sehr schick gestaltet. Gerade im Vergleich zu den Standardscheinwerfern im Q4 sehen die digitalen deutlich besser aus, und wenn man das dann gegenüberstellt, gibt es dem ganzen Fahrzeug noch einmal eine andere, stämmigere Front. Das Ganze muss man einfach herausstellen, und auch im Vergleich zu den anderen MEB-Plattform-Fahrzeugen wie dem Skoda Enyaq und auch dem ID.4 steht der Q4 e-tron sehr sportlich da. Mir persönlich gefällt zwar auch die Front vom Skoda Enyaq sehr gut, aber gerade die Scheinwerfer stechen hier noch einmal hinaus, aber es haben alle drei Fahrzeuge sehr individuelle Scheinwerfer, von breit bis schmal bis zu eben diesen verschiedenen Signaturen. Ich finde es ganz interessant, euch hier eben auch noch einmal die Grillpartie zu zeigen. Wir haben hier diesen großen Single-Frame beim Audi mit dem e-tron-Schriftzug, und gerade in der Seite sieht man dann auch nochmal schön den Vergleich zum Sportback. Da hat man einfach hier dieses klassischere SUV. Das Fahrzeug sieht dann von hinten dementsprechend deutlich stämmiger aus und macht da echt was her. Einzig der Skoda Enyaq wirkt durch seine Kastenform etwas stämmiger, und der ID.4 gefällt mir aufgrund seiner Lampensignatur in diesem Verbund hier am besten. Das ist aber natürlich wie immer eine rein subjektive Einschätzung. Kleine Details wie die Fahrzeugbezeichnung oder dann auch die Motorisierung habt ihr am Heck und eben dieses wunderschöne durchgezogene Leuchtenband. Das hat Audi echt gut hingekriegt. Das ist nahezu horizontal, schmiegt sich sehr gut in dem Design ein und hat eben auch kleine Details in den Heckleuchten. Beim Sportback hatte ich es schon angesprochen und hier ist es jetzt endlich da. Das durchgezogene Leuchtenband mit seinen drei Elementen jeweils außen und auch einer coolen Animation, wenn ihr das Fahrzeug einschaltet. Diese gibt es im Übrigen nicht nur hinten, sondern auch vorn. Da legt sich Audi echt ins Zeug, dass das insgesamt cool und stimmig aussieht. Und unter dieser durchgezogenen Leuchte verbirgt sich dann natürlich der Kofferraum. Und dieser ist witzigerweise kleiner als im Sportback. Denn aufgrund der Berechnung des Kofferraums ist hier die Schulter Höhe etwas niedriger und dadurch hat der, ich glaube, so 2-3 Liter weniger Kofferraumvolumen. Merkt ihr das im Alltag? Nein, natürlich nicht. Ihr habt in beiden Fahrzeugen echt vernünftigen Stauraum. Ihr seht schon hier, es ist der große Kamerakoffer drin, und das Ganze aber nur, wenn wir den Boden eben machen, denn es gibt noch die Möglichkeit, hier drunter Sachen zu verstauen, beispielsweise das Ladekabel, und auch ein Energy Kick passt hier hinein. Und das Ganze ist wichtig, denn wir wissen es, leider haben wir auf MEB-Plattform, also auf der Plattform, wo der Skoda Enyaq und auch der VW ID.4 drauf basieren, keinen Frunk, zumindest aktuell noch nicht. Das kommt vielleicht mit einem Facelift, da habe ich das ein oder andere schon gehört. Hier haben wir das leider nicht und deswegen muss das Kabel notgedrungen hier unten rein, wenn ihr es dann nicht von irgendwo auf dem Rücksitzen oder so transportieren wollt. Wir machen das Ganze elektrisch wieder zu. Das Ganze schließt auch sehr, sehr gut, und ja, das klingt blöd zu sagen, ein Kofferraum schließt gut, aber man merkt, dass die Motoren hier gut abgestimmt sind. Wenn ich dann nur an Tesla denke, wie der zuknallt, da ist das hier schon auf jeden Fall eine andere Hausnummer. Sollte es aber auch, denn mit einem Preis von fast 80.000 Euro erwartet man es einfach.
jetzt aber zum Innenraum und verzeiht es mir, aber ich werde da relativ schnell drüber fliegen. Zum einen haben wir natürlich hier auch wie im Sportbag diese echt praktische Möglichkeit, die Flasche abzulegen und so während der Fahrt die rauszunehmen. Und ja, das ist auch so ein Marketing-Ding, aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz praktisch, die da zu haben, gerade bei so einem doch komprimierteren Innenraum. An sich hat sich natürlich nichts geändert im Vergleich zum Sportback. Wo er aber anders ist, ist im Vergleich zu seinen Brüdern aus dem VW-Konzern, also dem Skoda Enyaq und auch dem VW ID.4. Und in dem Vergleich schauen wir uns ihn jetzt einmal an. Der Einfachheit halber blende ich euch im Innenraum unten links immer noch einmal das entsprechende Fahrzeug ein. Der Audi Q4 ist hier auf jeden Fall der klassischste. Wenn ihr schon einmal in einem Audi saßt, dann werdet ihr euch auch im Q4 wieder sehr wohlfühlen. Da stechen die anderen deutlich mehr hervor. Der Skoda mit seinem 13 Zoll Display, was das größte hier im Bunde ist, und auch der ID.4 mit dieser sehr, sehr cleanen Optik, das ist einfach nochmal was anderes, auch wenn dieses Display hier im Audi das größte ist, was ihr aktuell bei Audi bekommen könnt. Der ID.4 hat auch ein schön großes Display mit einer angenehmen Menüstruktur. Im Skoda ist mir das ein bisschen zu sehr unaufgeräumt. Da sind einfach zu viele Details und zu viele Icons auf dieser Startfläche. Wem ein klassisches Fahrer-Info-Display am Herzen liegt, der muss nahezu zum Q4 greifen, denn sowohl der Skoda Enyaq als auch der VW ID.4 haben beide nur dieses kleine Fahrer-Info-Display, wo alle wesentlichen Inhalte angezeigt werden, aber eben in so einer kleinen, moderneren Fassung. Was der Q4 ebenfalls zu den Konkurrenten bietet, ist dieses Augmented Reality Head-Up-Display. Das bedeutet, euch werden in die Straße über das Head-Up-Display verschiedene Informationen gelegt. Sei es der Seitassist oder auch der adaptive Tempomat und auch Navigationsinformationen. Das gefällt mir im Audi sehr, sehr gut, ist sehr schön detailliert dargestellt und, das muss ich jetzt subjektiv sagen, funktioniert einen Ticken besser als in den beiden Schwestermodellen, denn sowohl die Erkennung als auch die Auslegung ist hier noch einmal einen Ticken besser gelungen. Einfach von der Prophezeiung, also von dem Vorhersehen, das macht Audi nochmal einen Ticken besser und auch die Darstellung ist nett gemacht. Was VW aber mitbringt, ist dieses ID-Light im Innenraum. Das ist ein Leuchtstreifen, den ihr vorn habt und der ermöglicht es euch, einfach nochmal mehr Informationen zu erhalten. Sei es die Erinnerung, die Hände jetzt bitte an das Lenkrad legen zu müssen oder auch die Informationen über den Sprachassistenten, kleine Navigationsanzeigen oder ähnliches. Das macht VW an der Stelle richtig gut. Skoda hat das optional auch und viele kleine Gimmicks. Ein Mülleimer, eine Tablet-Halterung, die dann auch noch in die Mittelarmlehne genommen werden kann. Der bekannte Eiskratzer und auch der Schirm und Audi hat entsprechend eine Sonos-Soundanlage, die wirklich zu überzeugen weiß und viele klassische Elemente. Man möchte fast meinen, dass Audi hier über diesen klassischen Aspekt bestechen möchte und das machen sie echt gut und haptisch wertig. Einzig VW mit den schön gestalteten Sportsitzen gefällt mir da fast noch besser. Die 299 PS tun dem Audi Q4 e-tron 50 Quattro extrem gut und auch den Allradantrieb merkt man einfach, nicht nur hier auf so einer entspannten Landstraße, sondern gerade auf der Autobahn, alles was über 100 km/h ist, da merkt man, wie dieses Fahrzeug nach vorne geht. Und das ist ja der Punkt, den ich immer zum Beispiel auch beim ID.4 damals kritisiert hatte, dass ein Fahrzeug mit über 2 Tonnen Gewicht mit 204 PS einfach untermotorisiert ist. Und das hört sich erstmal blöd an, aber verglichen mit beispielsweise eurem Audi A4, mit dem ihr irgendwie 180 PS habt und unterwegs seid, da sind das halt einfach locker mal 300, 400 Kilo Unterschied und das muss man erstmal nach vorn bringen. Und da tun hier diese 299 PS wirklich das, was sie sollen. Die zaubern einem auch ein Stück weit ein Grinsen ins Gesicht und subjektiv gesagt beschleunigt er auch besser als ein vergleichbares Fahrzeug mit ebenfalls um die 300 PS mit reinem Heckantrieb. Das merkt man schon, dass der Allrad da einiges macht und gerade hier so ein bisschen durch die Alpen fahren mit so ein paar Kurven, da macht er schon Laune und natürlich, wenn eben auch die vordere Achse angetrieben ist, hat man das Fahrzeug nochmal besser im Griff und der macht echt Spaß zum Fahren und das war ja so ein Punkt, den ich beim Q4 Sportback, den wir ja bewusst damals in der geringeren Motorisierung hatten, ja ein Stück weit beanstandet habe und das ist hier bei der Motorisierung echt cool.
Weg vom Vergleich schauen wir uns jetzt hier noch einmal dediziert die Audi-Eigenschaften an. Sei es das Mitteldisplay, bei dem ich jetzt einmal die Zieleingabe spielen möchte, denn sowohl Skoda als auch VW haben das im aktuellen Softwarestand noch nicht perfekt umgesetzt. Deutlich besser funktioniert es hier bei Audi. Auch wenn die Routenplanung etwas länger dauert, so könnt ihr normal schon einmal starten und euch werden die Lademöglichkeiten im Nachhinein noch hinzugelegt. Das ist für mich im Alltag wirklich okay. Ich zeige euch das trotzdem hier an der Stelle einmal in der kompletten Echtzeit, sodass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie lange das dann tatsächlich dauert. Denn jetzt kommt der Hinweis, dass eben der e-tron Routenplaner benötigt wird und es werden sofort Ladestops hinzugefügt. Ihr seht, mit wie viel Prozent ihr ankommt und auf wie viel Prozent ihr laden müsst, das Ganze unabhängig von der voreingestellten Prozentzahl, wie ihr über Nacht laden wollt. Und das ist insgesamt sehr, sehr wichtig. Ihr seht die Informationen zu den Ladesäulen, bekommt einen kurzen Überblick, wie weit ihr kommt, ohne auch jemals eine Navigation gestartet zu haben. Und das sind viele kleine Features, die hier in der Software bei Audi doch besser umgesetzt werden. Einziges Problem, was ich in der Software hatte, muss auch genannt sein, bei Apple CarPlay dann sehr, sehr oft wollte sich einfach nicht verbinden. Ich kann es bis heute nicht sagen und insgesamt gefällt mir persönlich die Handy-Integration bei Audi nicht zu gut, einfach dadurch, dass einige Optionen ausgegraut sind, sobald man CarPlay benutzt. Sei es die Bluetooth-Media-Steuerung, wo nicht noch einmal ein Bild angezeigt wird, oder auch die Telefonie dann im Fahrer-Infodisplay. Die Menüführung insgesamt ist Audi-typisch und wer schon mal in einem saß, kennt sich auch hier wieder sehr gut aus. Das muss man einfach in vielen Punkten sagen. Ihr habt dann auch Audi Drive Select mit verschiedenen Fahrprofilen. Ihr habt die Laden- und Effizienzeinstellungen, wo die Rekuperation eingestellt werden kann. Diese ist automatisch und gefällt mir echt gut, denn sie entscheidet selbst, wann sie wie stark rekuperiert, abhängig von den Fahrsituationen. Einzig einen One-Pedal-Driving-Modus, wo ihr bis zum Stillstand rekuperieren könnt, hätte ich mir noch gewünscht. Und auch eine 360-Grad-Kamera, denn aktuell gibt es hier im Modell nur die Rückfahrkamera. Genauso wie im ID4 bekommt ihr bei Audi aktuell nur noch Wischgesten auf dem Lenkrad und das mit einem schlechten Klickgefühl. Denn dieses ganze Panel, auf dem ihr hier in den Lenkrad-Menüsteuerungen wischt, klickt in sich. Das gefällt mir nicht zu gut. Da ist dieses imitierende Klicken, was VW macht, deutlich angenehmer. Dadurch könnt ihr aber hier schön durch die Menüs streichen und euch ebenso im Fahrer-Infodisplay alles anzeigen lassen, was ihr gern hättet. Und auch hier gibt es nochmal einen Display-Bug, denn wenn ihr die Navigation startet, dann ist diese erst einmal hinter den Anzeigen und erst wenn ihr einmal kurz die View umschaltet, ist sie wieder da. Das ist ein bisschen komisch, man gewöhnt sich aber schnell dran, da springt einfach die Karte nicht entsprechend mit der Ansicht mit. Das müsste auf jeden Fall noch einmal nachgebessert werden, ansonsten habt ihr aber genügend Menüeinstellungen und einen adaptiven Tempomat, der sich über einen extra Lenkstock schalten lässt. Das haben wir im Skoda Enyaq im Übrigen auch, bei VW ist das Ganze komplett auf dem Lenkrad, was mir persönlich deutlich besser gefallen würde. Audi-typisch ist es aber eben auf diesem extra Punkt. Der Spurhalteassistent funktioniert wirklich vernünftig und ihr müsst nur per Touch, also nur per Ranhalten der Hand, das Ganze bestätigen, dass ihr eben am Fahrzeug sitzt und nicht das ganze Lenkrad rütteln, wie man es bei anderen Modellen kennt. Das Ganze ist aber auch bei allen drei genannten Modellen der Fall. Das finde ich sehr, sehr angenehm, denn so lässt es sich gerade auf der Autobahn deutlich entspannter fahren, als man das dann vielleicht vermuten könnte. Und insgesamt hat man so einen sehr, sehr guten Überblick. Das geneigte Display funktioniert hierzu auch wirklich nahezu perfekt. Und auch die Konnektivität hat Audi sehr gut durchdacht. Sie haben eine Smartphone-App, auch wenn diese nicht zu viel kann, so könnt ihr wenigstens das Fahrzeug vorklimatisieren, was bei einem E-Auto ja extrem wichtig ist, eben um die Energie noch aus der Wallbox oder der Ladesäule zu ziehen, um dann mit 100% und einem vortemperierten Auto starten zu können. Mir persönlich ist sowas immer wichtig, deswegen zeige ich euch es hier an der Stelle. Audi geht aber nochmal einen Schritt weiter und gibt euch das Ganze dann auch noch auf der Apple Watch, also auf der Smartwatch. Ich finde das richtig cool, denn so kann man schnell mal den Innenraum vortemperieren. Das Ganze ist auch nett gestaltet. Ich hätte vielleicht gerne noch den ein oder anderen weiteren Funktionsumfang, aber das ist natürlich auch hier an dieser Stelle meckern auf hohem Niveau. Und dass es die App auf der Apple Watch gibt, finde ich richtig genial. Und damit kommen wir jetzt natürlich auch noch zum Laden des Audi Q4 e-tron und da muss man vorneweg schicken, zum einen die Ladeinfrastruktur ist mal wieder heute nicht auf unserer Seite, von 4 Allego-Säulen hier am Standort gehen nur 2. Der Porsche neben uns muss gerade warten, bis wir dann fertig sind mit Laden und mein Tesla, den wir heute als Kameraauto dabei haben, der steht da hinten neben dem Supercharger an einer Aral-Säule, denn die haben hier direkt neben der Shell-Tankstelle Ladeinfrastruktur aufgebaut. Was bedeutet es jetzt aber für den Q4? Der ist ja noch kurz bevor einem Update, das heißt, der bekommt noch 135 kW Ladeleistung, sodass ihr dann im Idealfall schneller laden könnt und unter 30 Minuten nur braucht,
um wieder auf 80% zu sein von 10% aus. Wir haben den jetzt hier mit so 17% angesteckt und haben bis 80% so ungefähr 34 Minuten benötigt. Das ist okay, aber trotzdem freue ich mich sehr, dass das Update bald kommt, sodass ihr dann eben schneller laden könnt. Das Update im Übrigen kommt für alle, also für den VW ID.4, für den Skoda Enyaq und eben auch für den Q4 hier von Audi, egal in welcher Karosserieform, sodass ihr dann eben eine bessere Ladeleistung habt. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit des Audi Q450 e-tron Quattro, der wie zu Beginn angekündigten Vollausstattung. Nur ein wichtiges Detail, was mir sehr am Herzen liegt, das S-Sportfahrwerk wurde hier leider ausgelassen. Denn gerade bei diesem Gewicht und auch der Leistung hätte das dem Fahrzeug und vor allem dem Fahrgefühl auch noch einmal gut getan. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr gutes Fahrzeug. Ich bin jetzt aber gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Was wäre euer Favorit? Der Skoda Enyaq, der VW ID.4 bzw. ID.5 oder dann auch hier der Audi Q4 e-tron. Ich bin da einfach mega gespannt, was sind so unterschiedliche Fahrzeuge, obwohl sie alle auf der gleichen Plattform basieren, gerade was das Innenraumkonzept angeht, aber auch die Fahreigenschaften und eben dann entsprechend auch Ausstattungsmerkmale und zuletzt auch der Preis. Von Seat bzw. Cupra, wo ihr hier neben mir leicht schon den Born angeschnitten sehen, gibt es ja aktuell kein SUV, aber eben ein Fahrzeug auf der ID.3 Basis und das schauen wir uns bald schon hier auf dem Kanal an. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt hier ein Abo hinterlassen. Zum Q4 war es das an der Stelle. Ich bin wie gesagt sehr interessiert an eurer Meinung, freue mich auch auf jeden Fall, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, um zum einen den Algorithmus zu zeigen, dass euch die Art von Videos gefallen, aber auch mir ein Feedback dazulassen. Und dann war es das von mir zu diesem Video. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao.